Ja, die Kunst des Mordens, Karten des Schicksals. Und wie versprochen spiele ich das Spiel auch. Und wir starten einfach mal. Ich habe das vor langer Zeit mal gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wie und was, aber es ist bestimmt gut. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Die gute Kate. Päckchen. Ich bekomme gerne ein Päckchen. Meistens ist aber schönes drin. Aber nicht immer. Es gibt nichts Schöneres im Urlaub als abzuhängen. Ja, in der schöne Wohnung. Warum nicht? Bist du das, Niki? Ja, Ruth. Ich konnte dich auf dem Handy nicht erreichen. Kein Wunder. Ich habe es bei meinem Vater vergessen. Ah, verstehe. Heute Morgen hat ein Kurier ein Päckchen mit deiner Privatadresse gebracht, aber ich habe ihn weggeschickt. Ist schon in Ordnung. Ich habe es gerade bekommen. Du musst mit Päckchen vorsichtig sein, weißt du? Ja, Ruth. Reg dich nicht auf. Es ist alles unter Kontrolle. Entschuldige, dass ich dich im Urlaub gestört habe. Vielleicht ist es besser so. Ich fange an, die Arbeit zu vermissen. Wann kommst du wieder? In einer Woche. Hast du wenigstens etwas Ruhe bekommen? Ja, ich bin in die Berge gefahren. Und dann habe ich meine Eltern besucht. Okay, ich kann es gar nicht erwarten, dich wiederzusehen. Tschüss. Bis dann, Ruth. Ja, die gute Ruth ist auch wieder dabei. Ich bin furchtbar erkältet. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen durchstehe. Ich werde auch noch weniger sagen wie sonst. Und wir schauen uns jetzt mal in der Wohnung um. Die Tretmühle ist im Winter unbezahlbar. Jetzt kann ich im Park joggen. Okay. Das ist die Küche hier. So ein schönes Loft hier. Zeit aufzuräumen. Oder vielleicht nicht? Ach, morgen, ne? Morgen ist immer ein guter Tag, um aufzuräumen. Zeit aufzuräumen. Ich benutze diesen Tisch, wenn ich keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch habe. Ja, kann man schön mitspielen, mit Büroklammern biegen. Ich weiß nicht. Kann man das Ich nehmen? Benutze diesen Tisch, wenn ich keinen Platz. Ja. Ein Filzstift. Damit. Dazu sagst du immer nur Tisch. Kann man nicht eins mitnehmen? Klebeband braucht man auch immer. Okay. Relaxzone. Ach, den schönen Breitbandfernseher hier. Und noch ein Tisch. Mein heißgeliebter Schreibtisch mit einem Blick über Manhattan. Und die Schweinchen-Kaffeetasse. Unglaublich. Ein dekorativer Becher mit einer Schweineschnauze. Der erinnert mich an meinen Chef. Schließlich hat er ihn mir geschenkt. Ich hoffe, das war der Ex-Chef. Ein dekorativer Becher. Ergebnisse. Notizen? Schauen Kleine wir mal. Notizzettel. Ah, was haben wir denn? Ein Filzstift, ein grüner und ein grüner Zettel. Das Tagebuch, in dem ich die Aufzeichnungen über die ganzen Familienereignisse festhalte. Wichtig. Warum sollte ich diese süße Ruhe unterbrechen? Na, man könnte mal jemand anrufen. Ich kann mir nicht dasselbe wieder und wieder anhören. Ich muss mal online einkaufen. Vielleicht mal Händels Dixit Dominus. Das werden wir uns dann später mal anhören. Ich habe meinem Vater versprochen, seine alten Unterlagen durchzusehen. Aber mach mal morgen. Während wir die Küche aufräumen, das Paket lassen wir stehen. Natürlich nicht. Nehmen wir mit, schauen wir mal rein. Kein Absender. Verdächtig.
Ach, kann man nicht drehen? Das wird nicht passieren. Nee, habe ich auch gedacht. Das geht nicht. Vielleicht brauche ich ein Messer. Kann ich das auch mal drehen? Was? Ah, also doch. Aber nur in eine Richtung. Hat das einen Grund? Können wir da noch was schauen? Nee. Steht da ein Hinweis? Nee. Ich hätte gerne mal die obere Seite angesehen. Na, mag nicht. Ich denke, wir brauchen Messer, Schere oder irgend sowas. Kann man da in die Schubladen schauen? Auch nicht. Was ist denn das? Stuhl mit der Schublade? Das ist ja cool. Stadtkarte. Können wir da nochmal reinschauen? Nee. Okay, machen wir den so. Immer hoch. Ein Zwischengeschoss als Schlafzimmer ist eine gute Idee. Es ist hier gemütlicher als unten. Meine Katze meint dasselbe. Noch ein Tisch mit Unordnung. Ein Vergrößerungsglas, unmissbares Ausstattungselement, würde sie sagen. Fressnapf brauchen wir nicht. Die Katze. Heim, Katzi. Trautes Heim, was? Heute Abend schnurrst du mir alles zu, was du in den letzten Tagen gemacht hast. Okay, Kätzchen? Ja, aufs Bett gesessen und weiter nichts gemacht. Deswegen hier die Ketten. Aha. Ich habe alles durchwühlt, um mein Handy zu finden. Es hat sich herausgestellt, dass ich es bei meinen Eltern vergessen habe. Ja, dann nehmen wir mal das Messer. Dann Nagelfeile. Und die Verpackung. Entschuldigung. Ein bisschen Mascara. Ich habe den Mascara nicht richtig zugemacht. Ich schätze, der ist jetzt eingetrocknet. Ach, zum Teufel, ich bin im Urlaub. Ich gehe ungeschminkt. Ja, wie so viele Frauen hat sie nur eine Mascara. Nur eine unter Hunderten, die alle auch eingetrocknet sind. Kann man jetzt mit den Nagelfeilen das Paket aufmachen? Aha. Schade, dass nichts sagt dazu. Verpackung, Zeitung, Kiste. Eine Metallkiste mit einem Schloss. Ja, vielleicht auch so nochmal. Seltsames Päckchen. Eine Art Witz? Warum sollte mir jemand so etwas schicken? Ist es leer? Ah, warte hier. Hallo? Andersrum? Ja, so. Eine Glühbirne und ein rostiger Bolzen. Diese Sachen in Verbindung stehen. Was war denn das? Wir jetzt mal schauen. Eine Metallkiste mit einem Schloss. Die Glühbirne haben wir schon angeschaut. Jetzt mit der rostigen Bolzen. Der Bolzen ist rostig, aber ich kann am Kopf Teile einer Inschrift erkennen. Oh, können wir den drehen? So cool. Ich kann nichts erkennen. Kopf. Vergrößern. Ich erkenne nichts. Erkennt ihr was? Nee. Steht wahrscheinlich drauf 40-40 von der Metallstärke her oder sowas. Die Zeitung? Die Verpackung? Hallo, anschauen. Auf der Innenseite der Verpackung hat jemand ein seltsames Zeichen hinterlassen. Zwei Rechtecke mit einem Ausrufezeichen. Ja, die Rechtecke bedeuten
doppelt isoliertes Gerät. Cooles Ausrufezeichen. Das weiß ich in dem Zusammenhang auch nicht, aber wahrscheinlich bedeutet es etwas anderes. Können wir es auch wieder drehen? müssen wir vielleicht die Eine Metallkiste auch mit einem Schloss. Da steht etwas auf der Glühbirne. Hört sich was? Die sind Sachen, die ich überhaupt nicht sehe hier. Ach, hier vielleicht. Ja, hier steht was. 110 Volt, 38 Watt. Naja, Projektorpanel. Eine alte Karte von New York. Sie hat sentimentalen Wert für mich. Ja, wo die überall gewesen ist, ne? Hat sie vielleicht gekennzeichnet? Können wir nochmal reinschauen? Nee. Aha. Gehen wir mal wieder runter. Vielleicht rufen wir doch mal die Route nochmal an. Wegen dem Päckchen. Mal schauen, ob es klappt. Warum sollte ich diese süße Ruhe unterbrechen? Warum sollte ich diese... Dokumente... Was haben wir hier alles? Die Zeitung habe ich noch nicht gelesen. Die Wörter Serienmörder und Nicole Bonnet sind eingekreist. Oh Gott. Das ist, hört sich aber nicht gut an. Können wir das vielleicht bei der Birne benutzen? Da steht etwas auf der Glühbirne. Ja. Da steht etwas auf der Glühbirne. CXDET110. Der Rest ist nicht mehr erkennbar. Schade. Ja, 110 habe ich gar nicht so schlecht. 110 Volt. CXDET. Wer weiß, was das bedeutet. Schauen wir mal ganz kurz auf den rostigen Bolzen. Der Bolzen ist rostig, aber ich kann am Kopf Teile einer Inschrift erkennen. Vielleicht kann ich die Schrift besser lesen, wenn ich den Rost vom Bolzen entfernen kann. Oh ja, das machen wir, aber das nächste Mal. Und ja, bis jetzt schaut das Spiel noch ein bisschen langweilig aus, aber das, ich bin sicher, das ändert sich, wenn wir unseren ersten Fall bekommen. Und bis dahin, mach's gut, mach's besser, euer Christian.